ist mir eine große Freude und Ehre, Sie und euch heute hier im Audimax der Universität Hamburg begrüßen zu können. Mein Name ist Frank Arthoff und ich begrüße Sie und euch natürlich nicht als Hausherr dieser Institution, aber als Professor für Soziologie am Fachbereich Sozialökonomie dieser Universität. Das Thema dieser Konferenz, die kapitalistische Moderne zu diskutieren und nach Alternativen in Form einer wirklich demokratischen Moderne zu suchen, dies sollte Universitäten interessieren. Und ich denke, die Universität Hamburg bietet sich tatsächlich hierfür an. In ihrem Leitbild hat sie hervorgehoben, dass sie für Weltoffenheit und Toleranz eintritt und auf internationale Zusammenarbeit setzt. Sie will, Zitat, zur Entwicklung einer humanen, demokratischen und gerechten Gesellschaft beitragen und versteht sich als Mittlerin zwischen Wissenschaft und Praxis. Sie orientiert sich dabei an den Grundsätzen einer ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltigen Entwicklung. Außerdem, dies möchte ich besonders hervorheben, hat der Akademische Senat der Uni Hamburg im Antrag des ASTAS, des Allgemeinen Studierendenausschusses mit dem Titel Nicht in unserem Namen, Wissenschaft für den Frieden in Kurdistan, zugestimmt. Der Aufruf richtet sich gegen den Krieg der türkischen Regierung in den kurdischen Gebieten und spricht sich für eine Friedenslösung aus. Darüber hinaus kritisiert der Akademische Senat aus Schärfste die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit in der Türkei. Ich zitiere, der Akademische Senat fordert den Hamburger Senat und die Bundesregierung dazu auf ein sofortiges Kriegsende in der Türkei und die Sicherung von Wissenschaftsfreiheit hinzuwirken. Es freut mich, dass Sie die Hamburger Universität als Tagungsort gewählt haben und ich finde, Sie alle hier füllen das universitäre Leitbild der kulturellen, sozialen und politischen Auseinandersetzung in den nächsten Tagen mit Leben. Und ich halte es für enorm wichtig, dass es einen Austausch zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Aktivisten gibt. Denn keine Gesellschaftsveränderung ohne Leute, die etwas Neues in der Praxis ausprobieren wollen, und auch keine tragfähige Gesellschaftsveränderung ohne theoretische Reflexion auf die Grundlagen des eigenen Handelns. Nun beobachten wir schon seit ein paar Jahren, insbesondere seit 2008, ein wiedererwachtes Interesse an Kapitalismusanalysen und Kritiken am Kapitalismus. Natürlich insbesondere aus der Sozial- und Kulturwissenschaft. Auch die Frage, was an die Stelle des Kapitalismus treten könnte, wird weltweit so intensiv diskutiert wie schon lange nicht mehr. Dies gibt Anlass zur Hoffnung. Und tatsächlich ist der neoliberale Finanzkapitalismus an sein Ende gekommen. Doch was wir aktuell beobachten können, was auf uns zukommt, das ist mitnichten erfreulich, wie ich meine. Manche sprechen vom Ende des sogenannten progressiven Neoliberalismus, der sich immerhin noch in den letzten Jahren für Geschlechtergleichheit und Minderheitenrechte interessiert habe. Manche sehen nun neue Faschismen entstehen. Zumindest kann man, wie das in einer Publikation dieser Tage erschienen ist, von einer großen Regression weltweit sprechen. Kein Zweifel, wir befinden uns in einer multiplen Krisensituation. Einer Krise des Kapitalismus, einer Krise der Demokratien, die ökologische Krise natürlich, die durch die Plünderung des Planeten bedingt ist, Kriege im Inneren von Gesellschaften, Kriege zwischen Gesellschaften, Terrorismus, Hunger ist weiterhin nicht eliminiert, die sozialen Ungleichheiten gerade im Bereich der privaten Vermögen wachsen weltweit an. Systematische Steuerflucht, denken Sie nur an die gerade dieser Tage erschienene Oxfam-Studie von großen Unternehmen und Vermögenden, wächst weiter an. Der Kapitalismus hat in seiner Geschichte schon verschiedene Formen angenommen. Als Manchester-Kapitalismus, als sozial befriedeter Kapitalismus in den Nachkriegsjahrzehnten in den westlichen Gesellschaften und nun vielleicht als autoritär, nationalistischer und neoliberaler Kapitalismus unter Trumps Führung? Oder denken wir dieser Tage nur an den kapitalistischen Autoritarismus in China oder in Russland? Oder wir denken an das Verfassungsreferendum Erdogans an diesem Sonntag. Was den Kapitalismus jedoch in all seinen Phasen geeint hat, was ihm gemeinsam war, ist Folgendes.
Er brauchte Dinge, die fast umsonst waren und die er zu seiner Reproduktion benötigt. Sind insbesondere drei Dinge, Komponenten zu nennen: die koloniale und postkoloniale Ausbeutung, die Ausbeutung der Frauen und drittens die Ausbeutung der Natur. Greifen wir noch mal kurz das Leitbild der Nachhaltigkeit der Universität Hamburg auf. Was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit? Die oben genannten Krisen und Risiken sind ja wesentlich darin begründet, dass die Gesellschaften der Gegenwart mit der Vernutzung von Ressourcen konfrontiert sind, die grundlegend für ihren Bestand sind. Also die natürlichen Ressourcen des Ökosystems, die ökonomischen Ressourcen gesellschaftlichen Wohlstands oder die sozialen Ressourcen von Fürsorge und Solidarität. Die Vorstellung von Nachhaltigkeit umfasst also zuallererst die moralische Norm, dass die Bedürfnisse der Gegenwart nicht auf Kosten derjenigen zu verwirklichen seien, die zukünftig ihre Bedürfnisse realisieren wollen. Was nun bedeutet, dass in diesem Sinne der Kapitalismus überhaupt nicht nachhaltig ist und sein kann. Er nimmt nur, ohne zu geben. Nachhaltigkeit strebt ja ein Gleichgewicht zwischen Ressourcenverbrauch und Reproduktion an und setzt auf die Potenzialität zukünftiger Entwicklungschancen im Sinne auch eines Vorrats an zukünftigen möglichen Handlungschancen. Der Gegenbegriff, der gesellschaftliche Gegenbegriff zu solch einem Konzept wie der Nachhaltigkeit ist der der Schließung oder genauer noch der geschlossenen Zukunft. Das heißt, wenn wir dieses Konzept ernst nehmen wollen, sollte es auch heißen, dass eine postkapitalistische, nachhaltige Gesellschaft auch eine offene Gesellschaft sein muss, eine, die sich offen hält für Entwicklungen, die keiner von uns bislang antizipieren kann. Das ist das eine, also Offenheit für die Zukunft, Offenheit von Zukunftshorizonten. Dennoch, glaube ich, braucht es die Reflexion auf das, was da kommt, auf konkrete oder reale Utopien. Ein Bilderverbot, also die strikte Weigerung, darüber nachzudenken, wie eine demokratische, postkapitalistische Moderne aussehen kann, ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Es geht also nicht nur darum, den Kapitalismus und die Eigentumsverhältnisse zu überwinden, wir brauchen auch eine Idee, was an dessen Stelle treten soll. Und hier liegt aus meiner Sicht ein bedeutender Unterschied zu älteren marxistischen Traditionen, die primär versuchten, den Kapitalismus entweder zu analysieren oder dann im zweiten Schritt den schon so oft vorhergesagten Zusammenbruch dann zu antizipieren, zu prognostizieren. Aber zu der Welt, die nach dem Kapitalismus kommen sollte, konnte oder wollte man dezidiert nicht viel sagen. Ich glaube, wir brauchen reale Utopien und das ist ein Konzept des postmarxistischen Soziologen Eric Olin Wright. Er spricht von einem positiven Transformationsprogramm, der Vision einer Alternative zum Kapitalismus. Doch wie dorthin kommen? Wright meint, und hier stimme ich ihm zu, dass die beiden klassischen Strategien erschöpft sind. Und das sind die Strategie der Reform mit Hilfe des Staates, Reform von oben, und die Strategie der Revolution im Sinne eines radikalen Bruchs, die Uhr wird auf Null gestellt und alles kann von vorn beginnen. Wright schlägt stattdessen vor, dass man schon heute innerhalb der verfügbaren Räume und Risse des Kapitalismus emanzipatorische Alternativen aufbaut. Und um die Ausweitung dieser Räume müsste dann gekämpft werden. Es geht also um Praktiken, die jetzt schon vollzogen oder entwickelt werden können, die aber die zukünftige Welt vorwegnehmen und uns in diese Richtung voranbewegen. Ein solches Projekt braucht konkrete Experimente, die in einer Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Initiativen weltweit schon beobachtet werden können. Es braucht, hier möchte ich einen bestimmten Begriff aufnehmen, wie ihn der amerikanische Philosoph John Dewey geprägt hat, es braucht den Geist des demokratischen Experimentalismus. Und es braucht affektiv positiv besetzte Leitbegriffe, die anzeigen, wofür man eintritt. Ich persönlich bin fasziniert und involviert in einem losen Netzwerk von bislang primär französischsprachigen Wissenschaftlerinnen und Intellektuellen, den sogenannten Konvivialisten. Diese Gruppe hat vor einigen Jahren, im Jahr 2013,
gemeinsam, es waren einige Dutzend Leute, gemeinsam einen Text verfasst, das kontinuierlistische Manifest, das sich für eine grundlegende Transformation der kapitalistischen Gesellschaften einsetzt. Man versucht darin, eine positive Vision des Zusammenlebens, der Konvivialität aufzubauen. Es geht um Demokratisierung, vor allem um die Abkehr vom Wachstumsparadigma des Kapitalismus. Es geht um die Konvivialität der Menschen untereinander und vor allem mit der Natur. Im Grunde geht es aber auch in diesem Text um ein anderes Menschenbild. Denn wir sind nicht nur die Nutzenmaximierer oder der Homo economicus, wie es die ökonomische Theorie bis heute zumeist behauptet. Menschen leben in wechselseitiger Abhängigkeit voneinander und setzen sich für andere ein. An einem nicht-utilitaristischen, einem anti-utilitaristischen Paradigma menschlichen Handelns zu arbeiten, zählt daher aus meiner Sicht genauso zu einer solchen Transformationsstrategie, und dies ist natürlich hauptsächlich auch Aufgabe der Wissenschaft, wie konkrete Projekte, etwa der solidarischen Ökonomie oder der Commons-Bewegung. Ziel müsste eine Gesellschaft sein, die Menschen und die Nichtmenschen, also das Leben insgesamt, in ihrem Geben anerkennt und nicht das Geben ausbeutet. Wenn wir also hier und heute an der Gesellschaft von morgen arbeiten und versuchen, ein gelingendes Zusammenleben schon jetzt in Nischen zu verwirklichen, dann wünsche ich uns für die nächsten Tage eine Diskussionskultur des Lernens und der guten Beziehungen, einen produktiven Dissens im Geiste der Konvivialität.